Moin, moin, ihr Matrosen. Hier ist der Klabautermann. Ich bin am Obsidian Farmen, weil ich gerne sowohl den Zaubertisch als auch das Nether-Portal möglichst bald angehen möchte. Ich habe euch die Details hier in der Mine habe ich euch erspart. Mache aber gleich eine kurze Minenführung sozusagen. Wenn ich hier den Obsidian mir geschnappt habe. Ja, ich würde gerne die Level, die ich sammle, wenn ich meine Sachen im Ofen brenne und halt durch das bisschen Redstone und so, was ich hier finde, möchte ich gerne ja, nutzen können und möchte gerne auch irgendwie, bevor ich in den Nether gehe, mal das ein oder andere verzaubern, weil ich doch so gerne und so schnell verrecke. Und das muss ja nicht sein, dass dann alles weg ist. So, das ist jetzt der letzte Obsidianstein. Und dann machen wir eine kurze Führung, was ich in letzter Zeit so gebaut habe. Also hier ist eine ziemlich verwinkelte Mine, in der ich auf mehrere Höhlen gestoßen bin. Mehrere Stellen, an denen ich Obsidian gefunden habe. Deswegen habe ich jetzt nicht nur die 7, sondern ich meine, ich hätte nochmal 20 oder so im Speicher. So, hier, das ist so mein typisches, übliches Minensystem. In dieser Systematik, dass quasi immer drei Luft dazwischen ist. Und die ganzen dann, also auch hier sind 1, 2, 3 zwischen den beiden Gängen, die da in den Boden reinführen. Und das dann so zueinander versetzt ist, dass ich eine schöne große Fläche ja, mir anschauen kann, was rundum in den Wänden ist. Habe ich in 1, 2 Videos schon gezeigt und erklärt. Ja, hier sind nochmal 22 Obsidien. Diamanten habe ich oben. Überlege ich gerade, ob ich hier in der Mine noch irgendwas zeigen muss. Ich denke nicht. Ja, also einfach in beide Richtungen habe ich hier diese Gänge gegraben, habe da ein paar Ressourcen gefarmt. Dann flitzen wir doch mal hoch und dann kann ich euch zeigen, wie ich das Glashaus weiter ausgebaut habe. Ich habe neulich das Feedback gekriegt, dass Leute sagten, sie würden das gerne alles quasi live anschauen, was ich da baue. Ich habe mich bisher dagegen entschieden, das irgendwie in ein Video reinzupacken. Weil ich habe mich dagegen entschieden, weil ich ja, wenn mir das zu viel Langweiliges ist. Ich bin da gespannt auch auf Feedback, was so dieses, ihr wollt nur die Highlights sehen oder ihr wollt anders sehen angeht. Vielleicht ändere ich da irgendwann meine Meinung auch noch oder ich gehe vielleicht irgendwann dazu über, dass ich sage, ich streame möglichst alles oder möglichst viel. Zeigt dann aber nur, ja, Dinge, wenn irgendwelche, ja, wenn was passiert ist, ne? Wenn was passiert ist, was ich zeigen kann oder wenn ich, ja, was vorbereitet habe, um quasi so eine Art Mini-Tutorial zu machen. So, aber jetzt erstmal, was ist passiert? Ich habe hier dieses Glashaus habe ich ausgebaut, sodass also rundherum hier dieser Bereich unter dem diesem Tafelberg hier mit Glas umschlossen ist und habe dann zwei Zwischenböden aus Sandstein eingezogen. Auf der ersten Ebene werde ich hier einen Garten sozusagen nach innen verlegen, damit ich auch im Dunkeln ernten kann, ohne dass ein Zombie hinter mir steht, was da drüben in dem anderen Garten ja nicht so gut geht. Und hier in dem oberen Bereich, da sieht man dann die Unterseite von dem Tafelberg, da werde ich wahrscheinlich den Teil hier freilassen und schauen, vielleicht packe ich hier drüben, packe ich auch das Nether-Portal hin, muss ich mir mal anschauen. Ja, wenn es jetzt Tag wäre, könnte man auch mal einen Blick von draußen drauf werfen. Und ich bin mir mit der Treppe noch nicht sicher, ob ich die vielleicht doch besser hier hinlege, dass so dieses Auf- und Ablaufen nicht immer
einmal quer durch den Raum gehen muss. So, das ist schon ein bisschen Grundmaterial für mein Buch, was ich für den Zaubertisch brauche, gewachsen. Jetzt gehe ich mal vor die Tür und riskiere mal einen kurzen Blick. Erstmal keine Zombies, zumindest keine sichtbaren. Ja, so sieht die Hütte im Moment aus. Relativ eckig, aber ja, so wollte ich das ja auch haben, dass ich da quasi einen Glaskasten in die Wüste stelle. Dann gehe ich mir mal da drüben noch das Zuckerrohr holen und dann wieder zurück. Boah, jetzt dachte ich, diese Büsche da oben, die seien Spinnen. So, ist hier was ins Wasser gefallen? Nee. Im Moment gibt es nur einen Eingang. Jetzt muss ich hier lang schwimmen. Das finde ich, sieht ganz lustig aus, wie hier dieses Wasser durch die Glaswand abgetrennt wird. So. Jetzt sind wir home sweet home. So. Dann gehen wir mal ans Bauen. Also, ich brauche einen Diamanten. Ich brauche zwei Bücher. Ich brauche Obsidian. Ich hatte hier mal auf dem Hinweg mir Leder mitgenommen, so dass ich jetzt in der Lage sein sollte, drei Bücher zu... nein, nicht ganz. Ich muss erst Papier draus machen. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, mir drei Bücher zu craften. Und damit müsste ich dann... Ah, dann habe ich das Rezept falsch im Kopf. Mist, ein Diamant zu wenig. So, nochmal. 1, 2, 3, 4. Zwei Dias und ein Buch. Und tada, ist der Verzauberungstisch da. Buch weg und packe das Zuckerrohr weg und werde mal hier draußen ja, ich glaube, das ist ein schöner Platz für ein Nether-Portal, beziehungsweise nee, ich möchte nicht, dass mir die Pikmin nachher in der ganzen Bude rumlaufen. Dann werde ich doch eher versuchen, es irgendwie hier hinzubauen. So weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich glaube, dann baue ich es tatsächlich in den Fußboden rein. Weil hier der Zwischenboden nur einen halben Stein breit ist. Ja gar nicht so hoch. Dann mache ich es eins niedriger. Und werde dann wahrscheinlich dann den... Wie nennt sich das denn? So. Werde dann wahrscheinlich die Abtrennung zu dem restlichen Raum hier drüben werde ich dann auch wieder aus Glas bauen. Aber da ist die Frage, zuerst was essen kann ich jetzt. Okay, läuft. Aber wie gesagt, ich möchte gerne erst
die Dinge, die ich habe, sichern. Und würde... dann hier hinten in die Ecke... das reicht nicht ganz. Oder? Doch. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, 1, 2, 3, 4, 5. Und in die Mitte des 5x5 Raumes packe ich den... okay. Das heißt, ich kann die doch hier jetzt ganz gut verwenden, um mir einen Aufstieg auf den Tisch zu bauen. So dass ich sagen kann... ach Mist, da war ja was mit Lapis, was ich brauche. Dann hole ich mir gleich einmal ein bisschen Glas mit und baue mal... ein. Habe ich das Glas hin da? Ja. So. So, dann wird der hier wahrscheinlich verschwinden. Beziehungsweise versetzt werden nach hier. Und dann kann ich hier... fertig bauen. Hey, jetzt habe ich irgendwie... so. Da muss ich mir dann noch ein paar von den Sandsteinen mitnehmen, um hier den Boden noch ein Stück höher zu ziehen. Das ist aber nur für die Optik. Nee. Nein, gut, probieren wir mal. Also richtig hoch komme ich dann nicht, oder? Doch. So. Sieht das doch schick aus. Und ich guck mal, ob ich ohne Half Slab hier die Tür reinsetzen kann. Ich fürchte aber, das lässt er nicht mit sich machen. So, jetzt müsste ich alle potenziellen Zombie-Pigmen, die hier mich stören könnten, müsste ich ausgesperrt haben. Ja, soweit für heute. Das Nether-Portal ist fertig. Und der Verzauberungstisch ist da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Sage bis denn, haut rein. Schöne Grüße vom Klubby.